Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel. Mein Name ist Zellacon und wir schnappen uns heute das Büchlein und schauen uns an, welche die Top 8 Suits sind, die dringend mal ein neues Gunpla-Modell verdient hätten. Ich habe mir für unser heutiges clickbaitiges Video mal eine ganz tolle Sache ausgedacht. Und zwar habe ich mir gedacht, Mensch, ich habe jetzt so viele 80er-Jahre-Kits gebaut. Ich habe ja da ein bisschen eine Sammlung aufgebaut. Ich habe viele Modelle jetzt in letzter Zeit auch gebaut, die ein bisschen älter sind an sich per se. Und da ist mir doch der Gedanke gekommen, welche Suits hätten es mal verdient, ein ja, Rebranding, eine Auffrischung zu bekommen. Dabei habe ich mir halt mehrere Sachen gedacht und bevor wir da hinkommen, möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen. Es gibt im Moment das Gunpla Bingo. Gunpla Bingo bedeutet, dass ihr ja eine Bingo-Karte voll von Gunpla-Tätigkeiten bekommt und wer diese erfüllt, der bekommt auch zum Schluss was, nämlich ja mehr Skill vielleicht im Hobby. Das wäre eine wünschenswerte Sache und außerdem ein großes, großes Gewinnspiel, das immer weiter wächst. Zum Beispiel mein Gunpla Bütchen ist als Sponsor mit dabei. Wir haben Valeo mit Farben dabei und mal schauen, wer noch alles dazu kommt. So, das geschafft. wir reden sehr, sehr oft darüber, welche Suits Bandai doch bitte mal endlich rausbringen sollte, die noch nie rausgekommen sind. Und was bekommen wir? Wir bekommen ein neues Wing Kit oder ein neues Double O Kit, was nicht schlecht ist. Ich mag die Kits, aber wir bekommen irgendwie doch immer das Gleiche. Und in dem Rahmen muss ich ja nicht mehr überlegen, welche Kits wir auf jeden Fall bekommen sollten, sondern welche doch endlich mal ein Refresh bekommen, bitte. Dazu habe ich mir 8 Stück aufgeschrieben und ein paar Stats dazu aufgeschrieben. Und wir starten direkt voll durch mit den Schiffen. Ich spreche namentlich Albion, Agama, Angel, Musai. Es gibt noch Ptolemäus und wie sie nicht alle heißen. Wir reden jetzt nicht von den Bandai EX Modellen. Ja? Obwohl auch da, sie sind sehr, sehr selten. Sie sind meistens überteuert. Man muss sie kleben, man muss sie anmalen. Das ist halt ein bisschen schade. Die sind auch nicht ganz so alt. Teilweise 15 Jahre, so in dem Dreh. Aber es gibt auch noch einige Schiffe aus den 80er Jahren, die in noch kleinerem Detailstandard gemacht sind. Finde ich etwas schade. Weil ich auch immer mehr so von der Community höre, dass sie gerne sowas hätten. Sowas sieht einfach gut aus, wenn man, sage ich mal, eine Ptolemäus aufstellt und daneben die ganzen 0-0-Kits. Das ist doch was Schönes in der Vitrine. Warum müssen wir da drauf warten? Und ich denke, wir müssen noch lange darauf warten. Ich denke nicht, dass in irgendeiner zeitlichen, in irgendeinem zeitlich übersehbaren Raum eine neue Version von diesen Schiffen kommen wird, was ich sehr, sehr schade finde, aber gut, kann man nichts machen. Als Nummer 2 habe ich mir ein besonderes Kerlchen rausgesucht und zwar den Devil Gundam. Devil Gundam ist von 1994 und wer meinen Kanal kennt, der kennt auch bestimmt den Devil Gundam aus meiner Haro TV Serie. Da hat ein sehr, sehr mutiger Gunpla-Bauer immer wieder seinen Fortschritt eingesendet. Und er hat wirklich tolle Sachen gemacht mit dem Devil Gundam. Aber da sieht man es auf jeden Fall dran. Da sind riesengroße Lücken drin. Also wir sprechen hier wirklich von SD-artigen Lücken. Weißt du, wo du nur von vorne zum Beispiel ein Bein oder eine Hüfte nur von vorne ja eine irgendein Detail hat. Und von hinten komplett leer ist und einfach ja, ein Loch in dem Teil drin ist, um ja, Plastik zu sparen und die Mechaniken einfacher zu halten. Finde ich sehr, sehr schade. Das ist ein sehr tolles Modell. Es ist ein sehr großes Modell. Es hätte einfach jetzt mal ein Refresh verdient in irgendeiner Form. Ohne Lücken, mit modernen Sachen. Und das sind einige Sachen, werdet ihr auf dieser Liste sehen, wo ich sagen werde,
Es gibt da ein ganz gutes Modell zu, aber das ist halt auch einfach zeitlich nicht mehr adäquat. Und PG gesehen, ja, ich muss ja da nicht lange überlegen, das ist ein HG Moon zum Beispiel, der Origin RX, der G40, der gezeigt hat, was er kann. Wir haben MGs, wie zum Beispiel den Barbatos MG, der phänomenal gut gebaut ist. PG Unleashed, ja, da haben sich wirklich Welten aufgetan. Und diese Welten möchten halt auch irgendwie, sage ich mal, gefüllt werden. Es nützt ja nichts, wenn wir nur einen PG Unleashed haben. Und es nützt ja nichts, wenn wir nur einen so und so Kit haben. Da muss mehr kommen. Da würde ich mir einen Devil Gun wünschen. Und da werden sie auch niemals einen MG machen, weil der viel zu groß wäre dann. Aber einen neuen HG. Das wäre doch schon mal was Schönes. Als nächstes auf meiner Liste habe ich den Gian. Gian, stand nie wirklich groß auf meinen Listen, ja. Aber, und das muss ich sagen, ich habe mir von Uniqlo das Gian-T-Shirt gekauft und seitdem bin ich ein Fan. Und seitdem möchte ich gerne einen bauen und habe nicht wirklich die Chance dazu, denn ja, es gab mal ein Update zum HG Gian. 2016 gab es ein HG UC, der war auch nicht schlecht per se. Es war ein solides Modell. MG gibt es leider nur noch viel, viel älter von 2006. Zwar mit dem Gimmick, dass sich das Schwert beleuchten lässt, beziehungsweise dass da schon eine LED drin ist. Aber das macht dann den Brei auch nicht mehr fett. Das ist ein MG von 2006, da ist jetzt nicht mehr viel Detail dran. Ne? Also gerade der Innerframe ist dann eher plump und der Rest ist plump. Ja, es ist ein plumpes Design an sich. Ja, es ist ein Ritter mit vielen Rundungen, wenig Penlines, aber auch da, glaube ich, geht einiges in der heutigen Zeit. Da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass es da ein bisschen was Neueres gibt. Ich würde ihn sofort kaufen wollen, wenn ich jetzt einen neuen MG Gian sehen würde. Warum nicht? Warum machen wir eigentlich keinen MG Gian? So, den nächsten. Den nächsten mit der Nummer 4 werde ich mir ein wenig, ein bisschen Kritik hier einfangen. Und jetzt kommt was ganz Kontroverses. Ich finde, wir brauchen einen neuen High-Res-Powered Red Frame. Hat er nicht gesagt? Hat er gesagt. Nein, versteht mich nicht falsch. Das High-Res-Modell des Powered Red Frame ist toll. Ich muss es nicht anders beschreiben. Es sieht gut aus. Die Funktionen scheinen gut zu sein. Der Bausatz ist vernünftig. Alles ist toll. Gut, abgesehen Hi-Res ist ein bisschen wenig zu bauen, aber dafür sieht er gut aus. Kann man drüber streiten. Da ist jetzt jeder selber gefragt. Was mir aber fehlt, und ich meine wirklich fehlt, ist das große Samurai-Schwert. Ich weiß es nicht, warum Daban es hinbekommt, dieses große Schwert mitzumachen, mitzugeben, zu entwickeln, weiß ich nicht. Aber das hat mich von Anfang an fasziniert. Ihr wisst, ich habe selber eigentlich kein Third-Party-Modell gebaut. Ich bin kein großer Fan von Third-Party. Ich sehe da keinen Sinn drin, nicht Bandai zu kaufen. Bandai hat immer die bessere Qualität. Aber ich möchte diesen Powered Red Frame von Daban. Dieses große Schwert, es hat es mir einfach angetan. Ich finde das super. Ich habe keine Ahnung, warum bei dem Bandai-Modell das kleine, süße Samurai-Schwertchen dabei ist. Ich will das 1:1, ich will das selber in der Hand halten können und hier posieren. Am besten noch mit einer echten Klinge. Ich habe, glaube ich, irgendwo gesehen, gab es mal einen Zusatzteil, wo man auch noch die Klinge hinzufügen konnte. Toll, was soll ich euch sagen? Das hat mir wirklich gefehlt, aber ich derbe enttäuscht. Es wäre mein erstes High-Res-Modell geworden, hätten die das Schwert dabei gehabt. Aber so, nein, danke. Ich glaube, die beste Möglichkeit, wie man das im Moment lösen könnte, ist, dass man beide Modelle sich kauft, man das Daban-Schwert dann einfach auf das High-Res-Modell vom Bandai drauf macht. Aber ja, sehr, sehr schade. Deswegen ist es ja auf meiner Liste als große Kritik an Bandai. Aber was will man machen? Kommen wir zum fünften Modell.
Beim fünften Modell habe ich mir den Gun-Tank rausgesucht. Gun-Tank, das müsste auch bei mir hier sehr, sehr bekannt sein unter den alten Viewern, denn ich habe viel, viel an dem Gun-Tank ausprobiert. Wir haben zusammen Tutorials gemacht über, was ist es, Decals, Panel-Lining, Scribing, all diese schönen Sachen haben wir am HG Gun-Tank, an dem alten von 2000, ja, das Ding ist 22 Jahre alt, muss man da einfach so festhalten, ausprobiert. Und das finde ich eigentlich schade, weil dadurch habe ich sehr, sehr genau auf dieses Set geguckt und es ist nicht schlecht. Es ist grundauf solide. Solide wie ein 22-jähriges altes Kit sein kann. Das ist aber auch null detailliert, das hat absolut keine Form von Beweglichkeit und fällt auch eigentlich in jedem anderen Test durch, außer dass man ja sagen kann, es ist solide. Das ist halt einfach bulkig, es ist mit dicken Verbindungsstücken gemacht, da ist nichts lose dran oder sowas. Das ist das Einzige, was ich jetzt sagen kann, das vorteilig daran wäre. Aber das kann ja nicht die Maxime des Gunpla-Baus sein, sondern das finde ich etwas enttäuschend, dass wir da seit 22 Jahren nichts mehr gesehen haben. Genauso bei der Gun Canon. Ich habe sie jetzt nicht in der Liste, aber sie zählt absolut dazu. Da möchte ich neue Modelle sehen. Ja, wir haben das Origin bekommen. Aber Origin ist ja wieder was anderes. Das Ding sieht super geil aus. Versteht mich nicht falsch. Aber es ist nicht der originale Gun Tank. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass der originale Gun Tank da ein Update bekommt. Der MG ist wesentlich besser. Der ist, lasst mich schnell schauen, von 2009. Ja. Wesentlich besser. Hat einen Inner Frame, mehr Beweglichkeit und so weiter und so fort. Aber es ist halt auch immer wieder nur ein MG von 2009. Überlegt euch was her, ne? Mit dem Ibo, also mit dem MG Barbatos, mit den neuen MG Double O Kits, sprich Dynamis, Curios und Virtual, was wir da alles an MG-Technik bekommen haben. Und damit kann das alles halt nicht mehr mithalten. Finde ich sehr, sehr schade. Aber was will man machen? Da hoffen wir einfach mal, dass Bandai in Zukunft etwas Neues rausbringt. Ich habe ja eine kleine Hoffnung, es kommt ein neuer Film raus, der mit dem Original AX-78 spielt, wahrscheinlich dann auch mit Gun Tank, Gun Canon. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass da dann neue Kits zu rauskommen. Apropos neue Kits, ich habe mir heute angeschaut, HG, wie heißt der? Arios? Oh, der neue von The Witch from Mercury, sehr, sehr, sehr cool, da freue ich mich drauf. So, kommen wir zu den letzten dreien. Dort habe ich aufgeschrieben den Psycho Gundam, der ist von 2004 bzw. Psycho GM. Da tut sich, finde ich, nicht viel, ja. Ob da jetzt ein GM-Kopf drauf ist oder ein RX-Kopf, das ist komplett wurscht und ob das Ding schwarz ist oder rot ist. Aber ich habe ihn zu Hause stehen, er wurde jetzt ja anscheinend mal wieder neu gedruckt, neu hergestellt, eine neue Fuhre hergestellt. Einige haben sie sich jetzt gekauft und den gebaut und man sieht es dem Kit an. Es ist riesig, aber es ist halt auch ein HG. Riesige HGs haben den Nachteil, dass sie sehr, sehr wenig Details haben. Eine sehr, wie sollen wir sagen, uninspirierte Bauweise, es ist halt wirklich ein Oberschenkel, ist vorne und hinten zusammengedrückt, fertig. HG Technik hat sich mitunter am meisten von allen Scales verbessert und verneuert und da würde ich gerne was sehen, denn ja, gerade wir in Übersee mögen größere Kits, wie man sieht. Ich glaube, wir kaufen wesentlich mehr PGs, als es Japaner tun. Insofern würde ich es mir doch sehr, sehr wünschen, wenn es da einen neuen geben wird. So, Numero 7, das Gunpla Starter Set. Nette Anekdote, ich habe nämlich mit diesem Set auch angefangen. In dem Set gibt es einen RX-78 in HG und einen Saku 2 mit jede Menge Waffen und einem kleinen Heftchen. Das müsste ich auch noch irgendwo hier rumfliegen haben.
in dem erklärt wird, wie man anfängt, wie man die Teile auseinandertrennt, ob es da Tipps und Tricks gibt und so weiter und so fort. Ich finde, es ist ein super passender Anfang für einen Modellbauer. Das Set kostet um die 18, 19 Euro in Japan und da kann man einfach nicht sagen. Wenn jemand mit Gunpla anfangen möchte und einfach mal zwei Modelle bauen möchte, für 18 Euro mit Anleitung, top, top. Es gab sogar ein Starter-Set 2 dann etwas später und dieses Starter-Set sind auch schon 12 Jahre alt, ja. Gab es ein Starter-Set mit HG und einem Pen-Line-Stift, sodass man direkt Pen-Line konnte. Finde ich eine tolle Idee, ist ein toller Start, ist preislich top. Warum es da nicht mehr gibt, kann ich euch nicht erklären. Ich habe, wie gesagt, damals damit wirklich angefangen. Ich habe mir das auch schwer überlegt. Es war auch schwieriger. Es gab noch kein Organdam, es gab kein Anime-Import. Im Internet hat man auch wesentlich weniger darüber gefunden. Insofern, war die einzige Option, das aus Japan zu importieren. Und dann hat man sich schon ganz genau überlegt, was man importiert. Und ich hatte viele Kits lange Zeit hier rumliegen, die ich relativ am Anfang importiert habe, weil ich einfach auch gesagt habe, ich persönlich mit meinem Skill schaffe das noch nicht, das so zu bauen, wie ich das bauen möchte. Und dann baue ich lieber erstmal andere zwischendurch. Ja, aber bringt doch bitte ein neues Gunpla Starter Set raus. Wie wäre es denn, wenn ihr endlich mal einen Entry-Grade Zaku rausbringen würdet? Und dann macht ihr eine Entry-Grade Starterbox. X78 Zaku, wie die alte, nur in neu und besser. Denn, wie wir wissen, gut, bis auf Origin-Modelle und sowas, sind oder ist der Entry-Grade RX fast besser als der HG. Oder er ist besser als der 2010er HG auf jeden Fall. Meilen besser. Aber ja, das würde ich mir wünschen. Macht es noch billiger. Was könnte man sagen? 15 Euro für beide RGs. Wäre in Japan wahrscheinlich ein machbares Ding. Meine Empfehlung. Bandai, notiert es euch. Und ganz zum Schluss, da brauche ich das Büchlein nicht mehr. Oder habe ich so einfach gesagt, ohoho. ganz zum Schluss machen wir nochmal eine Exkursion und zwar in die Gundam Karakolle Box. Das ist eine Box, die 1998 rausgekommen ist und die hatte alle, ja, sage ich mal, wichtigen Charaktere aus den Original Gundam Filmen dabei. Oder aus der Gundam-Serie dabei. Und das ist was Tolles. Ich glaube, es gibt in Deutschland wahrscheinlich mehr Figurensammler, als es Gunpla-Power gibt. Insofern, oder wahrscheinlich nicht nur wahrscheinlich, wahrscheinlich überragend das Doppelte, das Dreifache, das Vierfache an Figurensammlern, als an Gunpla-Sammlern. Und vielleicht könnte man damit noch mehr Leute in das Hobby holen. Und es wäre auch was für Garage-Kit. Leute, man könnte das ja einfach mal wieder aktualisieren. Jetzt, die sind zum Kleben oder die 98er sind zum Kleben, zum selber anmalen. Wir haben jetzt die Technik. Bandai hat gezeigt, was es mit Figurize und Figurize Labo anfangen kann, dass wir es nicht brauchen anzumalen. Und das sind alles für mich Punkte, wo ich sage, die Technik ist da. Macht es, haut sie mal wieder raus. Ich habe einige der alten Charakterboxen selber bei mir im Keller liegen, noch original von 98. Ich traue mich noch nicht da dran. Wir werden das auf jeden Fall machen und ihr werdet das dann mitkriegen im Livestream. Livestream apropos jetzt jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntagmorgen mit neuen Zeiten und mit einem neuen Termin, damit wir oder ich dreimal in der Woche für euch da bin. Ja, und abschließende Worte ist: Welches Set habt ihr denn mal Lust, das dringend eine Aktualisierung nötig hat? Schreibt das doch mal in die Kommentare und wir sehen uns hier wieder am nächsten Freitag. Bis dann.